Wunderschönen 5. Dezember. So langsam werde ich warm mit diesen täglichen Videos. Man braucht ja immer so eine gewisse Zeit, um reinzukommen. Heute geht es, Stichwort reinkommen, eigentlich fantastisch, so eine als Selbstvorlage, um eine Kaffeetasse. Das ist die Amber und die benutze ich jetzt seit einem Jahr eigentlich eine normale Kaffeetasse, so eine Edelstahl-Ausführung mit Keramiküberzug. Sehr, sehr nett, Anfassgefühl. Fantastisch, ist ja auch nicht unwichtig für eine Kaffeetasse. Aber die eigentliche Magie, die steckt natürlich in der Elektronik. Diese Kaffeetasse hält euren Kaffee oder auch Tee warm. Und zwar auf einer Temperatur. Und es ist ein unschätzbarer Vorteil, den ich jetzt über die letzten 12 Monate ernsthaft genossen habe. Es wirkt ein bisschen dekadent und völlig überzogen und sinnlos, wenn man das so jemandem erzählt, dass der Kaffee warm gehalten wird in dieser teuren Kaffeetasse. Aber ich muss sagen, ich habe das, wie gesagt, schätzen gelernt. Egal, wann man zu diesem Kaffee greift, der auf dem Schreibtisch steht, er ist halt auf der gleichen Temperatur. Egal, ob man sich mal so eine halbe Stunde in seiner Arbeit verloren hat oder halt den Kaffee schnell runter trinkt. Er ist gleiche Temperatur, sehr, sehr fein. Lässt sich natürlich über eine App einstellen, die auf dem iPhone läuft oder auf der Watch. Die App ist noch verbesserungswürdig, die macht halt so die Lichter an der Kaffeetasse ein bisschen andersfarbig. Sie soll aber auch eine Integration in Health bieten, um halt zu berichten, wie viel Kaffee man so trinkt. Das klappt so mäßig, muss ich sagen, in meinem Dauertest von 12 Monaten jetzt. Deswegen habe ich mir angewöhnt, so einen NFC-Sticker auf dem Schreibtisch zu haben und dort meinen Kaffee oder darüber meinen Kaffeekonsum manuell zu verzeichnen. Das hier ist die Ladeschale von der Amber. Ich stelle die Tasse da gerne mal drauf ab, aber auch nicht. Also Akkuprobleme oder Akkulaufzeitprobleme, von denen kann ich wirklich nicht berichten. Über Nacht lädt das Ganze natürlich die Kaffeetasse wieder komplett auf. Und dann hat man warmen Kaffee oder Tee. Und ich muss sagen, ja, ernsthaft. So, selbst nach 12 Monaten noch. Diese Kaffeetasse benutze ich täglich sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt Kaffee holen und wir sehen uns dann morgen wieder.